Hallo Freunde, ich bin's, euer Vane und wir spielen Legend of Pain Soul Reaver. Ja, gut, wir spielen jetzt Soul Reaver, weil ich finde es ein ziemlich Standalone-Version. Schöner Sidekick zu Legend of Pain. Kann man so sagen. Und wir wollen jetzt den ersten Dungeon rein. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück dazu, also ein bisschen Zelda, weil dafür die Dungeon-Items einfach fehlen und die Karten und sowas. Aber das hat was für ein schönes Auto haben wir im Portal, was mir gerade eben sehr viel Laufarbeit erspart hätte, weil man nach dem Laden prinzipiell unten im Abyss startet. Aber gut, was soll's, damit kann ich leben. Dann weiß ich fürs nächste Mal. Ja, wir haben ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit dazu gesagt, dass die Musik ganz abstellen soll, also dass sie kann. Wir wollen dann wieder hier Wasser und das ist blöde, wenn man ins Wasser fällt, ist dann da muss die lesen. Das wieder ist ein Bruder, der interessiert mich aber nicht. Der kann keine von mir davonlaufen. Der kann mir gehen. Ich kann mich nicht mehr und zwar die Soundoptionen. So, jetzt dürfte man mich auch ein bisschen besser verstehen. Das ist ganz, ganz klasse, weil... Okay, das merkt man sich mal alles kurz. Ja, ich brauche gar nicht zu versuchen. Wir haben natürlich keine einzige Spezialfähigkeit. Wir sind einfach da. Wir können da was. Das ist ja mehr oder weniger... Wir wollen hier auch erst mal wieder raus. Da ist ein... Wiederbelebungspunkt. Und laut diesen Erdhügeln will ich da nicht hin. Die Waffe kann mir gestohlen werden. Für jeden anderen. Ja, wenn Wasser noch dein Feind ist, ist das ziemlich interessant, über Wasserplattformen zu machen. So, wir haben hier einen Zombie, Vampire von ich glaube, er hieß Alka. Ist er wirklich ein deutscher Malkai? Ich weiß es nicht mehr. Ich nenne ihn jetzt bei seinem englischen Namen Malkai. Komm schon, Hele. Wenn die Oma jetzt von hinten kommt, aber was soll's. Jetzt sind wir offen. Ein Jüngling. Die Kamera ist hier wieder mal ein bisschen gegen uns und es wäre super rasieren, wenn wir den richtig rasieren können. Ich hab auch besseres zu tun. Und zwar will ich durch den Krieg, weil das ganz, ganz toll ist. Ja, weil wir nicht weiterkommen wollen. Da liegt jemand, der so eine Ecke tot aussieht. So eine Leiche? Das ist nur Schutt. Das ist eine Leiche. Das ist eine verkohlte Leiche. Was auch immer die hier tut. Kann ich die auch? Nö. Okay. Dann sehen wir relativ viel hier. Oh, vielleicht. Alles Blödsinn. Ich muss mich nur kurz orientieren. So, gucken wir hoch. Nö, kommen wir nicht. Okay, ich gebe zu, jetzt bin ich mal kurz ratlos. Ah, hier gibt's. Zum Abschluss. Okay. Ich glaube, wir sind hier noch falsch. Ist irgendwas noch falsch, oder? Kann man hier irgendwas rausziehen?
Kann man das, wenn ich sie rausgucke, und die Hersteller rausziehen? Nö, 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 Spiel sagt nein. Das sieht irgendwie echt danach aus. Ich muss auch einen Hebel vielleicht hinlegen. Ich weiß, hier gab es noch eine Menge mit Time-Events. Das muss man dann immer nur alles finden. Gerade wie wir weiterkommen. Das habe ich ja total vergessen, was das gibt. Nee, ich gebe mir jetzt voll aus. Wieso sagt mir das denn keiner? Wir haben doch noch die Spektralebene, wo sich alles verändert. Gut, darauf wurden wir hier auch noch. Das ist immer irgendwo wie ein Spektralwelt-Symbolchen. Wir fangen jetzt schon an zu flackern. Ja gut, wir haben nicht mehr viel Kaffee. Okay, gut, der verkohlte Vampir sollte wahrscheinlich der Hinweis sein, weil wir den Seel ja in die zentrale Welt führen. Beware, Raziel. These wraiths are vampire spirits, fettered too long in the spectral realm. When their vampire natures adapt to this plane, they become eaters of souls. Do not allow these spirits to re-inhabit their corpses. Ja, sowas in der Richtung haben wir auch schon mal gesehen, da sahen die aber anders aus. Und ja, der will auch sehen, die Sau. Der will die sehen, die uns sehen. Na, der sieht eben die Rede. Gut, es sind tatsächlich nur Vampirseelen. Und wir können sie einsammeln. Ja, damit haben wir einen neuen Gegnertypus kennengelernt. Weiß nicht, ob der irgendwas Spezielles konnte, weil ich ihn dafür nicht lang genug am Leben gelassen habe. Ups. Na, wir wollen die Kamera hinter uns haben. Ich meine, wir müssen... was ganz, ganz Tolles. Das, was man durch danach nie wieder, also in folgenden Spielen nie wieder machen konnte oder auch noch brauchte. Wenn sie nämlich Duft den hier macht, dann kann man diese Steine hochschiefen. Das ist das einzige Mal, wo das vorkommt. Was allerdings auch eine Anregung für ziemlich coole Rätsel gibt, weil man die Steine damit umlegen kann. Also, oh, das kann ich nachher mal zeigen, was auf der Nähe... später das erste wichtig wird. Ja, und dann können wir diese Steine hier einsetzen. Darauf muss man erstmal kommen, das ist aber sehr schön, finde ich. So, jetzt kommen wir hier weiter. Was sagt mir, ich will hier nicht runterfallen. Ja, ich will hier wirklich nicht runterfallen. Ja, das... Okay, ich habe jetzt eine Sache verstanden, nämlich überall, wo tote Vampire liegen, deren Leichen nicht aufgelöst sind, die nicht für uns sind, werden wir eine Spektralebene wohl oder übel... einem, nennen wir sie Seelenjäger, begegnen. Okay, was war hier unten eigentlich? Mal so, was mir hier scheiße war. Kannst du noch mal aufstehen, ich brauche ein Leben. Volle Gruppe. Nur wenn ich keine lebe, kann ich die Feinde töten und eure Seele spüren. Oh ja, die konnten auch sowas wissen. Okay, ja. Das ist sehr, sehr schön. Stimmt, wenn man diese Vampirgeister nämlich wieder in ihre Körper lässt, dann haben die ihre Lebensabsaug-Spezialfähigkeit, die sie in der spektralen Welt hatten und haben sie dann auch irgendwie hier in unserer Welt. Das ist
hochgradig interessant. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren. Moment, ich kann nicht zurück, also muss ich hier unten sein. Ich glaube aber, ich will nur in die spektrale Ebene. Weil ich sonst hier gar keine Möglichkeit sehe, weiterzukommen. Und empfängt ihn jetzt in der Luft. Ich glaube, es war sogar falsch. Mal kurz sehen. Ebene. Ich bin kurzratlos. Das kommt manchmal vor, weil das Spiel sehr, sehr alt ist und ich sehr lange nicht gespielt habe. Wirklich zurück? Nö. Tür ist zu. Ist unten, Moment, ist der Stein nicht da unten irgendwo? Das kann das Spiel sein. Ja. Nein, ich habe mich nur gerade. Geh mal auf den Kollege. So, okay, ist es mal egal, du interessierst mich nicht, geh weg. Wir brauchen hier einen Stein, wir kommen hier natürlich nicht durch. Das bringt mir noch gar nichts, hier oben drauf zu stehen. Hier aus auch nirgendwo sonst komme. Da ist auch nichts. Moment, jetzt können wir vielleicht hier irgendwo einen Stein rausziehen. Das können wir auch, das können wir machen. Vielleicht, nö. Ja, vielleicht auch nicht. Ah, hier, hier, ich sehe es, ich sehe es. Tata. Ja, den kann man raus. Du willst mit mir mitkommen. So. Ich glaube irgendwie, wir bekamen die nicht über diese lustigen kleinen Schwellen. Wieso? Ich will das trotzdem mal sehen. Ich habe das Gefühl, wir müssen allerdings tatsächlich hier unten lang. Teil. Ja, da bekommt ihn das genügend. Na gut. Wieso nicht? Dann fülle ich meine Waffe ab wieder. Die hing hier irgendwo in der Luft. Wo sind denn die spektrale Ebene? Da liegt sie. Eine Waffe drin. Ah, Panik. Keine Waffe. Jetzt mal, wo sind wir in die spektrale Ebene gegangen? Die Waffe läuft eigentlich in der Regel nicht davon. Bleibt sogar normalerweise in der Luft. Aber okay, scheinbar nicht mehr. Dann bleibt uns nur noch übrig. Wir müssen uns damit abfinden, dass du hier bist. Und das wird so doll vermögen, dass du blutest. Packen und. Wo schmeiße ich dich jetzt hin? Ach, ich klatsche dich ja nie weg. So, viel Spaß. Ja. Er scheint sich sowieso nicht großartig von uns zu interessieren, solange wir den Stein durch die Gegend schieben. Und das wollte ich nicht. Sonst lässt du das wohl sein. Wichtig ist, dass man hier keine Fehler macht, weil sonst kann man unter Umständen Scheine schieben. Aber so ein Inwirben, doch, kann ich ja alle vier Himmel sind. Mach ich den auch ab und zu blitzen. So, nicht selber entsperren, das wäre kontraproduktiv für das, was wir vorhaben. Und rein. Und so geht dieses Tor auf und jetzt kann sich, glaube ich, der Rest so ziemlich denken. Wir gehen wieder in die Spektralwelt. Da wir in der Spektralwelt ja direkt ein Geist sind, können wir auch dann nach Jibi hüpfen. Weil wir haben uns ja alles geöffnet, was wir dafür brauchen. Das heißt, wir wollen jetzt gar nicht zurück in die materielle Welt. Wir wollen nämlich direkt dorthin, dahin, da durch. Kurz einen
Essen. Eine Spektralwelt regeneriert mir auch langsam HP. Das ist auch sehr schön, falls mal keine Seelen in der Nähe sind. Sollte es aber wirklich dazu kommen, dass ich darauf warten muss, schneit das logischerweise. Ich hoffe, bekommt hier keine Seele, obwohl ich nicht deutlich höre. Ist ja auch egal. Wen juckt das schon? Dann würden wir jetzt einfach so in der materiellen Welt drauf, damit das Ding natürlich runtergeht, was logisch ist. Die kurze Zeit könnt ihr warten. Na komm, volle HP. Okay. So. Ja. Kann man das hier rausziehen? Nö. Dann müssen wir was reinstecken. Ich kann ihn nicht antatschen. Ah, hier. Kann man jetzt hier drauf aufpassen, dass man das richtige Stück ins richtige Schloss setzt. Teachern. Der muss wohl... Da ist zwei Felder hoch. Da sind zwei Felder hoch. Okay, Moment. Ich will sehen, ob das klappt. Wenn das nicht klappt, dann muss ich das anders machen. Okay. Dann muss ich kurz hier hoch. So. Ganz einfach. Na komm, rein da. So. Ihn müssen wir jetzt richtig drehen. Das heißt, wir machen einmal diesen hier. Darum finde ich das so schön. Das, du musst da wirklich mit arbeiten, mit dieser Technik. Das gab es in den späteren Teilen gar nicht mehr. Verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Finde ich sogar richtig schade. Könnt ihr mal sagen, was ihr darüber denkt? Diese Würfel drehen, oder mit, ja, oh, doch, Würfel drehen, ihr da so denkt wie ich, dass es eigentlich ein ziemlich cooles Konzept ist, oder, ob, oh, ihr dürft mir eure Meinung sagen, wenn mich das interessiert, ob ihr das ein ziemlich cooles Konzept findet, oder ob ihr da überhaupt nicht meiner Meinung sagt, und sagt, nee, das war doch nicht. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr da, wie eure Meinung dazu sind. So, das ist wichtig, dass wir dich runterschubsen wollen. Und an das Ding da hinten kommen wir noch nicht ran. Das ist ein, nennen wir es mal Herzteil. So. Dich wollen wir verschieben. Und zwar, ich muss mir kurz ansehen, wohin genau der muss. Da drüben. Okay, ich bin auf dem richtigen Dampfer. Ich verstehe. Ja, natürlich. Hier sehen wir meinen zweiten Würfel, weil wir wohl... Das haben wir auch gerade ein bisschen ausgedrückt, dass er hoch wäre. Ich dachte, das ist eine Perspektive, aber nein, es ist für einen einfachen High Jump zu viel. Also, das war falsch. Also muss ich hier zwei Würfel übereinander schichten. Und damit kommen wir weiter. Ja, das ist ja schon ausgewogen bei Soul Reaver. Man hat so eine Rätsel und sein Platforming und Kämpfen. Na Kumpel, siehst du genau. Ja? Jeder, der denkt da so wie ich. Für ihn läuft es natürlich nicht so vorteilhaft, weil er ein Gegner von uns ist. Der jetzt eine Seele gibt, die mal wieder von einer vollkommen irrigen Seite her geflogen kommt, aber who really cares? So. Ups. Waffe. Was? Oh, scheint, der ist schon wieder irgendwo unterirdisch, um uns anzugreifen. Das finde ich mal ganz schön unterirdisch. Das Einzige, was mich an dem Spiel immer so ein bisschen gestört hat, ob es sehr viel Sinn macht von der Story her, ist, dass man immer seine Waffe weglegen muss, um jemanden endgültig zu erledigen. Das finde ich ein bisschen schade, aber was soll's. Oh, was für eine flache Eisen. Hey Jungs, wie läuft's? Ich glaube also gar nicht mehr, dass wenn die hier Seelen zurücklassen, dass die dann auch solche Geister werden. Das glaube ich war nicht so. Ach, fix.
nicht am Ball ist. Man kann auch Kämpfe umgehen. Ich muss nicht jeden Prep machen, weil es sowieso nichts bringt. Oh, hier war ein Aufzugrätsel. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Das ist nämlich ein Schieberätsel. Moment. Ich, oder? Da können wir mal alles benutzen, was man so hat. Ach ja, hier muss man ein bisschen was reparieren. Wir dürfen Techniker spielen. Na Jungs, hat's geschmeckt. Lasst euch nicht stören, ich bin gar nicht hier. Nur technische Wartungsarbeiten. Okay. Die Laufwege haben es in sich teilweise. Wobei ich aber auch die Atmosphäre gelungen finde. Ich weiß, bei Soul Reaver, bei Blood Omen habe ich mich ein bisschen darüber beschwert, dass alles gleich aussieht. Hier sieht auch alles ziemlich ähnlich und verkommen aus, aber es hat noch so einen gewissen Charme an sich. Also, hier sieht so aus, als müsste es so sein, weil die Welt schon ziemlich im Arsch ist. Und wir haben eine neue Waffe. Weg damit, her damit. Dann noch, boah. Gibt doch nichts Schönes, als ein ordentliches Eisenrohr. So, ja genau, man musste dafür sorgen, dass diese Zahnräder ineinander greifen. Stimmt. Wie gab's denn hier noch Papier? Alle hin? Wenn man auch tut. Ah, okay. Ich bin informiert. Und hier schenken sie eine Waffe in der Wand. Wir haben jetzt Dinge betrieben. Hey, Kuschel, was machst du hier? Das sind, glaube ich, Vampirjäger gewesen, die natürlich wieder das Land von der Plage der Vampire befreien wollen. Und die irgendwie überhaupt keinen Erfolg damit haben. Und da haben wir wieder mal einen, jemanden, der ins Leben geben will. Komm mal her. Ja, er ist definitiv eine von der Sorte. Das sieht man auch in seinem blauen Leuchten. Ich glaube sogar, seine Seele ein bisschen mehr. Komm, ich will meinen Ruhr. Dankeschön. Was ist ein Mann ohne seinen Ruhr? Denn, soweit ich weiß, müsste der Fahrstuhl jetzt laufen. Und auch hier verschwindet unsere Waffe wieder auf Geister hat. Irgendwo hin. Wir ziehen. Okay, der geht nach unten. Und nicht. Irgendwas war ich. Irgendwas, was man tun müsste. Also ich meine, natürlich müssen wir hier was tun, aber... Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ah, Hallöchen. Und ja, ich erinnere mich, wir müssen das Ding jetzt beschweren. Hahaha, das ist lustig. Ja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass das Teil schwer wird und... ging das überhaupt? Wie muss ich immer genau umsehen? Und es ist ganz schön, wenn man dabei eh schon am Flackern ist und kaum noch was zum Leben hat. Wir können die Dinger nämlich nur auf diesen Rillen bewegen. Ah, hier geht's weiter. Hier müssen wir jetzt irgendwas tun. Aber wir finden ein Portal, das wäre natürlich auch ziemlich chillig. Das ist aber anzuzweifeln. Er geht auch automatisch mit Kurven. Also. Hallöchen, was ist hier denn los? Und hier... Ah, ja, Feuerbewegung. Genau, let's move this. Wir machen hier ein bisschen was kaputt. Wir dürfen das. Weil wir sind... Also hier. Und
Also ja, ich mach grundsätzlich alles kaputt. Das Ganze machen wir jetzt viermal oder dreimal insgesamt. Und dann knallt hier ein Aufzug runter. Oder irgendwas anderes, was wir brauchen. Auf jeden Fall war es wichtig. Das meiste muss man hier durch Pride Error selbst rausfinden, wie es weitergeht. Also, so viele Tipps bekommt man hier nicht. Wie man drüber laufen, wie man gerade gesehen hat, was ich sehr interessant finde. Ja, die Rätsel können wir hier teilweise schon zum Nachdenken anregen. Das werdet ihr später noch sehen, weil da gibt es noch einige andere Rätsel. Deswegen ist das Kürzel oder Gegengeben sehr interessant. Haben wir den Aufzug. Oder einen Aufzug. Und ich bringe die Dinger mal schon in Position, aber das wird das Ende dieses Parts sein. Wir haben wieder viel geschafft. Wir haben Melkays Schloss ein bisschen unter die Lupe genommen. Haben hier einige Steampunk-technische Sachen wieder in Gang gebracht, für die seine Zylinder zu doof waren. Und ja. Juhu. Ich bin immer noch leicht erkältet, wie man vielleicht hört. Aber was soll's. So, das heißt, das war's für diese Folge, meine lieben Freunde. Wir sehen uns hoffentlich mit Stahlrohr und einem voll aufgeladenen Rastiel wieder, der nicht so aussieht, als würde er gleich kaputt gehen oder als würde er irgendwo hineingescannt. Sieht irgendwie aus, als würde ihn jemand scannen. Egal. Ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Legend of Kane Soldier. Wenn euch das Projekt soweit gefällt, dann vergesst nicht die schönen YouTube-Funktionen des Abonnierens, Kommentierens und positiv Bewertens und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Soul Reaver. Legend of Kane. Ja, so sieht's aus.